Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2023. Ja, wir haben noch Deadline Day, 12 Stunden ungefähr. Aber ganz ehrlich, bei uns wird eh nichts mehr passieren. Hier sieht man auch noch ein paar Transfers von anderen Mannschaften. Also da sind eigentlich auch schon richtig gute Leute, obwohl Kleefisch, ja, Kleefisch ist schon interessant, würde ich sagen, ne? Hat auch kaum einen Marktwert. Ist halt die Frage, ne? Der würde schon hier gerne abhauen, ne? Aber das Problem ist, da können wir uns jetzt gar keinen holen. Weil wenn, dann müssten wir den erst scouten. Dementsprechend. Ja. So sieht's aus. Je nachdem, ne, ob der überhaupt auch, ne, obwohl Empfehlung ist 3, ne, ist halt noch ein Talent, ne, aber gut, die Empfehlung ist für links, wenn, dann wäre der eh ein Zentralspieler für mich. Führungsqualitäten ist richtig gut, vom Kleefisch. Sprunghöhe, Schnelligkeit, richtig nice, Grundfitness, Beweglichkeit, Antritt, ist halt die Frage, was für eine Position könnte der spielen, ne. Gut, Flanken sieht ganz okay aus, Freistöße, ja, Kopfball, passen okay, wäre er so einer, der gut passen könnte, ne, aber kann man ja mal scouten, ne, von daher, so, Christian Leone, ah ja, genau, der ist nach Kiel gewechselt, stimmt ja, 5 Spieler sind für Land berufen worden, Avija, Delatros, oh, Delatros sogar, in der U20, den haben wir ja von, letzte Saison von der Dings geholt. Der war ja im Probetraining sozusagen. Finnson für Island, okay. Ansonsten haben wir mal von der ersten Elf, ja, Skenderovic. Okay, kann ruhig. Wie stark ist Ihr Transferbudget von den bisherigen Spielerwechseln in der Transferperiode beansprucht worden? Werden Sie noch Verpflichtungen tätigen? Es ist noch genug Geld da, um einen oder anderen Transfer zu ermöglichen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich gucken. Der Verein hat eine Menge Geld in diese Transfers investiert. Wir werden also nichts mehr unternehmen. Unsere Reserven sind zwar nicht vollends aufgebraucht, aber diese Transfers verschlagen wirklich einen großen Anteil unseres Budgets. Können wir eigentlich ja, klar. Ja, also ja, könnte man noch was machen. Na, auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt erstmal gar nichts machen. Ich will jetzt mit dem Kader spielen, den wir haben. Wir haben ja jetzt auch hier noch Chuni geholt. Ne? Rein ist auch gekommen auf Leihbasis. Ich weiß jetzt gar nicht. Wir müssen echt nochmal gucken, weil ist jetzt auch schon lange her, wo ich aufgenommen hatte. Weil ich habe vorab aufgenommen. Deswegen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel keine Kaufoption beim Rein, aber der bleibt 2 Jahre. So viel ist sicher. Der hat auch keine Kaufoption, auch sehr schade eigentlich. Aber ich glaube, da konnten wir uns auch nicht so richtig einigen. Der wäre eh so oder so zu teuer. Genau, Shuranov hat, glaube ich, eine Kaufoption. Genau, 325.000. Der Seidel auf jeden Fall hat eine Kaufoption von 130.000 nur. Ist eigentlich richtig günstig, hat auch bis jetzt 3 Buden geschossen. Ja, und hier der Leipold hat 300.000. Je nachdem, wie sie sich entwickeln, die Jungs, werden wir die komplett verpflichten oder nicht. Ne? Dementsprechend, Tolba, auch interessant, Innenverteidiger, 19 Jahre jung. Kann man auch mal scouten, ne? Ich sag mal so, scouten kann man immer, ne? Holen ist halt nur die Frage. So, da der Deadline, der mit der Meldefrist für die 2. Bundesliga zusammenfällt, würde ich gerne wissen, ob ihr Kader steht. Ja, ich denke, der Kader steht jetzt. Genau wegen Meldefrist, ne? Sind die jetzt gemeldet, die beiden? Ich weiß es jetzt nicht. Haben wir das in der letzten Folge gemacht? Ich guck mal. Beim Posteingang. Müsste aber eigentlich. Bei Rückennummer und so hat er alles. Genauso wie der Rhein sowieso. Weil der Rhein kam ja etwas früher. Leihvertrag. Govilou, oder wie der ausgesprochen wird, ich weiß es nicht genau. Wechselt nach Empoli per Laie. Dann haben wir hier Doki von Union Berlin nach Augsburg für 1,4 Millionen. Burgzorg von Mainz nach Augsburg als Laie.
Ist auch interessant, ne? Ne? Ruben Vargas für 6,75 Millionen von Augsburg nach Lille. Deal. Gebühr, Leihvertrag. Ah, Leihe, okay. Braunschweig möchte Deal haben. Per Leihe. Außenspieler ist das. Ne? Auch interessant, wenn man die Werte so sporadisch sieht. Ne? Also ist er auf jeden Fall auch schon sehr interessant, eigentlich, der Spieler. Ich würde da auch einen Bericht zu gerne haben. Vertrag. Aber ist 28 hat der Vertrag. Boah. Ja, sehr lange, ne? Also, die planen echt mit dem. Aber ich sag mal so, man könnte den. Ah, 9 Millionen, ne? Boah, das ist schon heftig, ey. Na gut. Den werden wir niemals holen können, außer, ne? Wir kommen schnell wie möglich in der ersten Liga, etablieren da. Ne? Und all solche Geschichten. Cardona. Außenverteidiger. Ne? Markt, der hat nicht so viel Marktwert, ne? Ist auch geliehen nur an Gott, an Dings. Hat einen Vertrag bis 26 bei Union. Cardona war da, ne? 24. Kann man auch mal scouten. Würde ich sagen, wir scouten mal ein paar Leute. Wir brauchen auch Leute für nächste Saison, ne? Aber da werde ich wahrscheinlich Leute. Ich guck gleich mal, wer alles so. Oder ich mache dann in der nächsten Folge, glaube ich. Oder kurz vor Ende der nächsten Folge. Zusammenfassung der Spielerberaterangebote. Der Clark soll gut sein. Ja, kann außen, aber auch Mitte spielen. RB Leipzig. Ja, müssen wir halt scouten, ne? Also ohne Scouting geht hier gar nichts. Francis von Arsenal, die haben eigentlich auch eine sehr gute Jugend. Empfehlung ist 3. Keine Scouts verfügbar, sagt er. Hat aber auch keinen langen Vertrag, ne? Ja, ich würde den trotzdem mal. Beliebiger Scout für eine Woche. Wäre auf jeden Fall mal interessant. Was für ein Mola, kenne ich gar nicht. Wurden mit denen in Verbindung gebracht, der spielt bei Stuttgart. Kann man ja auch mal scouten für eine Woche. Beantworten. Bisher sind wir nicht uns einig gekommen. Daraus würde ich wetten, wahrscheinlich ist es jedenfalls nicht. Er ist einer, der. Ja, davon weiß ich gar nichts, um ehrlich zu sein. Mola? Wollten wir Mola? Nee, ne? Schon alleine, wir haben den auch nicht komplett gescoutet, ne? Deswegen. Boah, können wir das nicht einfach überspringen irgendwie? Cissé, Wechsel. Hä? Gerücht. Ibrahima Cissé nach uns. Wir können ja mal gucken, wie teuer der ist. Also, wenn die schon ankommen, dass das ein Gerücht ist, ne, kann man ja mal gucken, ne? Ole hoch. Boah, die Werte sind richtig krass, ey. Kraft hat er nicht so gut. Ja, auch ein junger Spieler, der Ole hoch. Ja, 2-Bewertung. Ich ganz ehrlich, da würde ich den auch mal scouten. Kamara, Außenspieler, 20 Jahre jung. Auch, ne, auch keinen langen Vertrag mehr, ne? Also. Solche Spieler scouten wir auf jeden Fall, die nicht mehr lange Vertrag haben. Etienne, bis 26, okay, aber ja, ist auch nicht mehr nicht so viel wert, ne? Müssen wir echt mal gucken. Wie viel Einfluss hat der Rest der Saison nehmen? Sie haben in der Transferphase Torben Rhein ausgeliehen. Wie viel Einfluss kann er auf den Rest der Saison nehmen? Wir sollten einfach abwarten, ganz ehrlich. Der kam jetzt gerade erst. So, wegen Ibrahima Cissé, ne? Hier ist er. Da gab es ein Gerücht, ne? Aber ganz ehrlich, wie soll ich den mir leisten? Höchstens per Leihe, aber mehr auch nicht. Ne? Der wäre ein guter Ballspielender Verteidiger. Das kann ich schon mal sagen. Technik, okay, lässt sich ein bisschen zu wünschen übrig. Sprunghöhe, richtig krank. Kraft ebenso. Ne? Ja, da wäre so ein ballspielender Verteidiger, glaube ich, eher. Ja, ohne Ball, okay, ja, okay. Ja, 7 bis 10. Na, dann braucht er ein bisschen mehr Übersicht. Okay, 9 bis 13. Da tendiere ich, dass der wahrscheinlich 10 hat. Aber ganz ehrlich, nee. Jetzt erstmal gar nicht. Wechsel ist durch. Ah, der wechselt nach Kiel, der Clark. Ah, den scouten wir ja gerade. Wäre eine Note 1.
Aber eine gute Verpflichtung gewesen, ne? Hast du den denn komplett geholt? Ah, okay. Für 100. Das ist ja voll günstig. Obwohl, der ist ein junger Spieler. 130k. Also, muss ich sagen, der hat halt sehr viel Entwicklungspotenzial. Auch Rolle und Verständnis ist gut hier. Ganz ehrlich, da haben sie sich einen guten Transfer gemacht. Also, meiner Meinung nach, ne? Finde ich, ist ein guter Transfer, was Kiel da gemacht hat. Also von den Werten jetzt, ne? Das andere kann man ja nicht sagen. Da muss man sehen. 1,1 Millionen ist Gerücht nach Augsburg. Patrick Pfeiffer nach Hannover für 2,4 Millionen. Okay. Ja, eigentlich will ich mich jetzt hier nicht so lange damit aufhalten, ne? Weil ich wollte ja, wir wollten ja auch noch zum nächsten Spiel huschen. Dementsprechend. Aber ist eigentlich interessant, ne? Hier, John Patrick, vereinslos. Ist halt die Frage, ne? Als Außenspieler brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Abschluss 2 bis 9, okay, ist jetzt auch nicht so der Burner. Ballername ist auch gut, ne? Naja. So. Auch wieder so Fragen, ne? Wir müssen einfach abwarten. Ja, wir sind zuversichtlich und so weiter und so fort. So, hier haben wir noch Raphael Wolf für 31k nach Kaiserslautern. Das ist ein Gerücht. Malone nach Phoenix in die USA. Ist ja USA, Phoenix Rising, ne? Müsste USA sein. Nordamerika. Ja, USA. Genau. 20,5k, also ganz günstig. Anscheinend will der auch in die USA wieder, wahrscheinlich deswegen. Perelio Bömert, Felix Meier. Ich würde sagen, wir. Otter. Na, Schnelligkeit ist nicht, ne? Sprunghöhe 4. Ist ja gar nichts. Aber ist 4. Note 1 minus Empfehlung. Naja. Man kann da schon ein bisschen sich orientieren nach solcher Empfehlung, aber muss man jetzt nicht unbedingt, ne? Von daher. Ich mach das auch, ne, dass ich auch davon abhängig ein bisschen mache, aber jetzt nicht komplett. Na, ich gucke mal, überwiegend gucke ich ja über die Werte, weil die so haben. Deswegen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. So auf die Werte zu schauen, anstatt wie, ja, Rollenverständnis. So, Finanzupdate, minus 156.000 haben wir gemacht. Warum überhaupt? Haben wir irgendwas bezahlt oder so? Kaderregistrierung, so, automatisch. Und ja, wir spielen auch direkt gegen Regensburg. Dauert doch nicht allzu lange. Ne? Deswegen. Ja, sind einige Transfers auf jeden Fall durchgesickert. So, Juni soll auf links spielen. Ganz ehrlich. Da sehe ich den sogar zurzeit. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Training gemacht? Ausstehende Juniorenpokal. Kann man ja mal scouten, ne? Ja, machen wir mal so. Mal so ungefähr. Transfer und Laie. Zugewiesene Analysen. Beliebig. Treffer in anderen Scoutingsfokussen einschließen. Ja, komm, machen wir. Ja. 15 bis 50. Er ist ein Juniorenpokal, meine Güte. Da gibt es keine alten Säcke. Von daher. Keine alten Herren. Kann man gerne mal scouten. So, Greilinger hat sich verletzt. 4 bis 5 Wochen. Ja, gut, dass wir den Schuni gekauft haben, ne? Das ist gut. Dass wir, ach, gekauft, geliehen haben. Na, wenn der Greilinger jetzt 5 bis 6 Wochen ausfällt, ne? Trifft hat sich schon mal gut, dass wir den geholt haben von Bayern. Eieiei, wieder so viele Sachen, ne? Leistungsbeurteilung 2. Ich gucke mir jetzt einfach nur Endnote an. Das andere könnt ihr euch angucken oder ich gucke mir das später mal an. Deichmann, Wein und Hiller sind jetzt Führungsspieler. Sehr einflussreich ist Rieder, Lannert, Goden und Stendera. Aber hier einflussreicher sind auch Schuni schon und so weiter. Das ist schon gut eigentlich. Esteves. Ja, weiß ich nicht. Transferwert ist jetzt nicht so hoch, ne? Werte sind. Der kann gut Mesalla spielen, auf jeden Fall.
Ja, können wir auf jeden Fall auf die Auswahlliste packen. So viel schon mal sicher. Vaggi. Gute Spieler. Casasola. Rechter Verteidiger. Kann man auch mal scouten. Force. Interessant. Kann man auch mal scouten. Jens Kral, nee. Tschüss. Danke, nein. Emraz. Nützlicher Ergänzungsspieler für die erste Mannschaft. Scouting erforderlich. 26-jähriger Stürmer. Oh, interessant, ne? Können wir auch mal voll scouten. So. Ja, liebe Leute, ne? Erstmal. Eigentlich wollte ich mich nicht so lange damit aufhalten, ne? Aber so ist halt Fußballmanager, ne? Also, das ist ja hier detailliert, ne? Da muss man schon echt auf Zack sein ein bisschen und sich echt gucken, angucken. Der ist eigentlich auch ganz gut, ne? 20 Jahre jung, Außenspieler. Also muss ich sagen, in Versa, ja, muss der, wenn dann, echt trainieren. Aber so Flügelspieler, da braucht er auf jeden Fall Antizipationen. Abschluss hat er auch, ey. Der ist eigentlich richtig gut. Ja, Gehalt ist halt. Ja, das Problem, da könnte ich jetzt den nicht zahlen. Deswegen machen wir den mal weg. Frankie Kent, Innenverteidiger aus Peterborough. Oder wie das ausgesprochen wird. Aber kann man auch mal scouten, komm. So, Auswertung der Trainingsleistung. Ich weiß nicht, sollen wir den direkt einsetzen? Oder sollen wir den Dings einsetzen erstmal? Ach, wer ist denn noch für links gewesen? Genau, Leipold. Bin da echt am Überlegen. Glaube, Leipold, weil der jetzt erstmal gespielt hat. Häufig. Ne? Deswegen werde ich jetzt den Leipold erstmal reinpacken. Aber der kommt, würde ich sagen, der kommt schon mal auf die Bank. Für Skenderovic. Schuranov, der ist ja der Ersatzstürmer, genau. Novak, Greilinger ist ja eh verletzt, ne? Rein kommt rein. Beim Rein muss ich echt gucken, ne? Der soll ja vorgeschobener Spielmacher. Novak war ich erst am Überlegen, ob wir den verleihen, ey, aber jetzt ist eh zu spät. Ja, ne? Müssen wir mal gucken. Ich würde den aber jetzt auch noch nicht reinpacken. Ich lasse jetzt erstmal die Elf hier spielen gegen Regensburg gleich. Mal gucken, vielleicht ändern wir auch mal komplett und machen 4-2-3-1 oder so. Weil der Rhein, obwohl, ja. Ne, Register kann der gut. Vertikaler Spielmacher. Eigentlich habe ich ja nur das hier. Aber da kann der nicht so gut. Einzige, was man noch machen könnte, wäre vorgeschobener Spielmacher. Im ZOM könnte der da noch spielen. Aber wie gesagt, wir lassen das jetzt. Ich lasse auch Stendera und Deichmann drin. Ja, die anderen kommen später halt rein. Oh ja, eine gute Trainingsleistung. Sehr schön. Narwin glänzt bei 1860 U19. Ach, guck mal, die spielen jetzt. 2-2 haben die gespielt gegen Fürth. Okay, Fürth steht auf Platz 5. Wir stehen auf, ah gut, ein Sieg, eine Niederlage haben wir. Okay. Linke Seite fokussieren. Ah, da würde ich jetzt nicht sagen. Nur nächstes Spiel. Ja, das setzen wir mal um. Ansonsten würde ich alles so lassen wie gehabt. Ne? Aber dann schauen wir mal. Obwohl, sagen wir mal, wenn Schuni einsetzen, ey. Ja. Nee. Echt am Überlegen. Ich weiß jetzt nicht, haben wir Training eingestellt? Ja, der hat noch kein taktisches Verständnis so richtig, ne? Naja, wir holen den dann, wenn dann von der Bank, würde ich sagen. Je nach Situation. Schauen wir mal. Erstmal, was wir jetzt hier gegen Regensburg machen. Bin ich gespannt. Ne? Ich bin auswärts in Regensburg. 4-4-2 spielen die. Neudecker. Hat er nicht bei Saarbrücken gespielt oder so? Ich meine schon, ne? So.
Ich stehe auf Platz 10, ne? Also ist auf jeden Fall ein Sieg möglich. Okay, man kann ja immer gewinnen eigentlich, aber kommt drauf an hier. Man muss ja auch die Tore machen, ne? Ohne Tore geht's halt nicht. So, wir haben Anstoß. Wir sind im Ballbesitz. Stendera, Bamba. Oh, der wird direkt gefoult. Guevara brachte Bamba zu Fall. Wir haben direkt einen Freistoß. Aber der wird nicht gezeigt. Schade. So, jetzt geht's ab hier. Deichmann auf Bamba. Der zu Lannert. Oh, aber was hat denn? Oh, guck mal, der Keeper ist verletzt. Stojanovic ist angeschlagen. Ja, gucken. Vielleicht können wir da daraus Kapital schlagen. So, Freistoß Stendera. Seidel, schade. Schade, schade. Sehr schön, Seidel. Ja, immer noch im Ballbesitz. Deichmann! Aber der Schuss war nicht stark genug. Also Chancen haben wir. Ne? Wir müssen jetzt noch die Buden machen. Da sind ja auch gerade mal jetzt 10 Minuten gespielt. Ne? Mal gucken, vielleicht kommt da auch noch was an Toren. Können ja jetzt nicht in 10 Minuten erwarten, aber hier 2-3-0 führen. Geht ja nicht. So, Elvedi jetzt erstmal auf Kostli, der auf Salah. Ah, kommt, holt euch den Ball, Jungs. Ja, der Stojanovic, ne? Der Keeper, der ist echt angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man daraus ein bisschen Kapital schlagen kann, wenn der angeschlagen ist. Sehr schön gehalten, ne? Aber war auch nicht stark geschossen von Otto. So, führt 1-0 gegen Paderborn. So, jetzt aber, komm. Gohn verliert den Ball. Das soll nicht passieren. So, Kostli jetzt. Pass auf Otto, aber Abstoß. Der ging nämlich rechts vorbei. Oh, was ist denn da? Sagen wir mal, etwas abbekommen und zeigt das. Ah, der ist natürlich bitter. Aber der ist eigentlich nicht für die rechte Seite ah, doch, der ist für beide Seiten, ne? Ja, komm. Dann müssen wir Bamba rausnehmen. Ist halt so. Ist natürlich schade. Aber ich hoffe, der ist nicht lange verletzt. Der Bamba. Seidel hat auch schon die gelbe Karte bekommen. Ist auch nicht schön. Düsseldorf führt auch 0 zu 1. Kovnatski, der Torschütze. Boah, ey, was ist da hinten los? Ey, die Abwehr. Die macht nur ein Missgeschick nach dem anderen da hinten. Gegner im Ballbesitz. Höheres Pressing. Wir ziehen die mal ein bisschen weiter zurück, würde ich sagen. Ja. Weil kann ja nicht sein, ey, dass die da hinten durchkommen, die weiß nicht was. Fordere auch mal ein bisschen mehr. Weinen auch mit der gelben Karte jetzt. So, Eckball. Na, wir sind immer noch im Ballbesitz. Sehr schön. Wein, Stendera, Leipold. Uiuiui, was war das denn für ein Schuss? Wenn wir nix. Oh, sehr schön. So, Leipold. Ach, kann den Ball nicht so richtig durchstecken. So, Deichmann, Stendera, Leipold. Boden. Oh, zu hoch, ey. Ja, wir kreieren Chancen, aber wir machen die Dinger halt nicht rein, ey. Wir schießen die Dinger drüber und so weiter, ey. Ist natürlich blöd, ey. So, Albers jetzt erstmal. Sehr schön, Gordon. Juni. Weiß nicht, wohin damit.
Weil die verschießen aber auch alles, ne? Regensburg. Haben auch schon so viele Chancen, ne? Aber machen auch nicht die Dinge. Ist jetzt 11 Meter. Aber die Frage ist, ob das jetzt innerhalb ist. 11 Meter. Oi, oi, oi. Ich glaube nicht, ey. Was macht ihr mit mir hier? Und Tor. Ja, 1-0 für Jan Regensburg durch den Elfmeter. Andreas Albers ist der Torschütze. Eieieiei. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Halbzeit 1-0 für Regensburg. Mann, 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 das kann nicht sein, ey. Oh, sehr schön. Den Ball wieder geholt, Lannert. Ja, die Werte sind auch nicht so gut, ey. Die Noten. Hey, der Rieder, der spielt gar nicht gut. Dann kommt er raus. Schuranov kommt auch mal rein für Seidel. Ja, das war's erstmal. Ja, gut gehalten. Wie gesagt, Jan Regensburg spielt nicht so gut. Also die spielen eigentlich ganz gut, aber die machen die schießen voll schlecht. Verlat jetzt mit der gelben Karte. Aber von uns kommt halt nicht so viel. Das ist das Problem. Chumi hat auch die gelbe Karte bekommen. So, ich würde sagen, wir packen mal Nihuis rein und den Torben rein. Der kommt mal für Stendera rein. Mal gucken, vielleicht wirkt das ein bisschen. Ja, Ballverlust. Wie gesagt, der muss erstmal ankommen. So, Schuranov mit einem weiten Ball. Was ist das denn? Schuranov, Traumtor 1-1. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön gemacht von Schuranov. Also muss ich sagen, das ist doch mal ein Traumtor, ne? Also der muss Tor des Monats sein. Atsch, der Torwart steht einfach zu weit vor seinem Kasten. Und dann macht der Schuranov den erstmal rein. Ja, ich bin am überlegen, Leute, ne? Ob ich mal Dings wechsle. Hier, sag mal schnell. Formation. So, Deichmann jetzt aber. Oh. So im 4-2-3-1, weißt du? Da wäre vielleicht eine Alternative. Ich glaube, da werde ich auch mal machen. Dann werde ich direkt danach, nach dem Spiel machen. So, Finston kann... Ah, ne. Okay. Können wir wechseln. Okay. Kommt, Leute, macht noch ein Tor, ey. Hiller hat die Vorlage gegeben. Stimmt. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Neudecker mit dem Eckball jetzt. Wieder so knapp, ne? Weil wir haben ja auch jetzt eine Pause. Da könnte man halt echt gut trainieren, das 4-2-3-1. Sehr schön. Weil dann werden wir auch ein bisschen vertikaler spielen und so. Beim 4-2-3-1. Obwohl, oder? Kurz ein paar Spiele, ich bin am Überlegen. Aber wir gucken mal.
Weil eigentlich würde ich dann gerne so einen Ballbesitzfußball spielen. Entschuldige. Weil für die zweite Liga wäre das, glaube ich, sinnvoll. Ja, wie gesagt, mit dem 4-3-3 kommen wir hier gerade nicht allzu weit, ne? Und dann am besten noch geduldig spielen oder so. Boah, Leute, ey. Was die alles verschießen, die Regensburger, ne? Das ist schon krass, ey. So, jetzt Einwurf. Durch Landert erstmal. Nihuis. Langer Ball. Ah, oh, Tschuni kriegt ihn nicht. Ach, Mann. So, Leipold kriegt den auch nicht. Eichmann jetzt. Schuranov mit dem Kopfball. Naja, das war nicht so wirklich was. So, Einwurf jetzt für Regensburg. So, Leipold, Deichmann jetzt, aber komm, eine Konterchance, Leipold. Ach, Leipold. Benutz doch deine Schnelligkeit, ey. Da war eh abseits, ne? Ja. Habe ich mir schon gedacht, dass er abseits war. Naja, ich glaube, das wird 1-1 bleiben, denn der Lannert, ja, der macht jetzt nicht so richtig Anstalten. Ah, vielleicht kommt er. Nee, noch nicht. Ballverlust von Rhein. Naja, gut. Leider 1-1 am Ende gespielt. Das ist natürlich nicht so schön. Schon wieder unentschieden. Wie gegen Nürnberg. Zwei Spiele jetzt in Folge unentschieden. Davor haben wir ja eine Niederlage kassiert. Sind auf Platz 12. Gut. Der Gute ist, wir sind noch nicht auf Platz 16 oder so. Da ist das Beste. Ziel ist der Klassenerhalt, von daher. Bielefeld gewinnt erstmal 1-0 gegen Darmstadt. Wir spielen 1-1 durch so einen miesen Elfmeter halt. Nürnberg verliert 0-1 gegen Düsseldorf. Paderborn verliert 1-2 gegen Greuther Fürth. St. Pauli gewinnt 4-1 gegen Braunschweig. Also St. Pauli ist schon richtig gut dabei, ey. Die Saison. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Woche Pause und dann, ne, Haidura. Oh, 5 bis 6 Wochen. Ein gutes Talent. Super Joker Schuranov rettet 1860, feiert sein Debüt, weiß Tor zu würdigen. Ja. Ja, gut, liebe Leute. Obwohl, ja doch, ich beende mal diesmal diese Zeit die Folge, denn ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen die Taktik ändern. Dann werde ich euch in der nächsten Folge da zeigen, die Taktik, die ich dann genommen habe. Und dann gucken wir mal, dass wir gegen Paderborn spielen. Das Spiel werden wir auf jeden Fall machen. Terminplan. Gucken wir mal. Ja, spielen wir in 2 Wochen gegen die. Von daher passt das. Da spielen wir zu Hause gegen Paderborn. Paderborn wird schwierig. Die werden schwierig. Na, dann spielen wir gegen Bielefeld, Lautern. Kommen starke Gegner jetzt erstmal auf uns zu. Na, deswegen, ich hoffe, dass wir da irgendwie einen Sieg rausholen. Na, ich sag mal so, aus dieser Woche würde ich gerne, wir haben jetzt einen Punkt geholt aus diesem Monat, meine ich, aus diesem Monat. Ich würde am liebsten in diesem Monat, wenn wir gegen Paderborn, Bielefeld, Kaiserslautern spielen, boah, mindestens noch einen Sieg und einen Unentschieden. Dann wäre ich zufrieden. Na, dann wären dann insgesamt für diesen Monat 5 Punkte. Obwohl, 5 Punkte ist ein bisschen zu niedrig, ne? Dann vielleicht 2 Siege. Ja, man sind halt 7 Punkte, das ist okay. In diesem Sinne, wie gesagt, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gegen Paderborn spielen wir dann zu Hause. Ich bin gespannt. Ja, aber erstmal Taktik ändern. Da könnt ihr auch drauf gespannt sein, was für eine Taktik wir wählen. Ich habe ja gesagt 4-2-3-1 auf jeden Fall. Aber wie es aufgebaut wird, das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis dann.